Herzlich willkommen! In diesem Video lernst du, wie du die Wendestelle mit dem zugehörigen Wendepunkt sowie der zugehörigen Wendetangente bestimmen kannst. Das zugehörige Skript findest du wie gewohnt auf meiner Homepage. Beginnen wir mit etwas Theorie. Die zweite Ableitung gibt die Krümmung der ursprünglichen Funktion an der Stelle x an. Ist f' von x größer als 0? Dann ist die Funktion f links gekrümmt. Ist f' von x gleich 0, dann hat die Funktion dort keine Krümmung. Das ist an den sogenannten Wendepunkten der Fall. Und ist f' von x kleiner als 0, dann ist die Funktion dort rechts gekrümmt. Kommen wir nun zu den Wendestellen bzw. Wendepunkten. An Wendestellen ändert sich das Krümmungsverhalten von links gekrümmt auf rechts gekrümmt bzw. umgekehrt. Wir sind hier rechts gekrümmt und in diesem Bereich links gekrümmt. Genau bei diesem Übergang von rechts gekrümmt auf links gekrümmt ist die Krümmung 0. Und dort liegt eine Wendestelle mit dem zugehörigen Wendepunkt. Schritt 1, die notwendige Bedingung, das haben wir gerade gesehen. An Wendestellen herrscht keine Krümmung. Das heißt, wir setzen die zweite Ableitung 0. Um zu kontrollieren, ob es sich um eine Wendestelle handelt, muss folgende Bedingung gelten. Die dritte Ableitung von x ist ungleich 0. Es gibt einen Sonderfall, die sogenannte Sattelstelle. Die Sattelstelle ist eine Wendestelle mit der Steigung 0. Das heißt, dort ist f'0, die Steigung 0 und die Krümmung f' ist auch 0. Eine Sattelstelle ist aber kein Extremum, dass sich das Monotonieverhalten nicht ändert. Noch etwas Theorie, kann eine Polynomfunktion zweiten Grades einen Wendepunkt besitzen? Man erkennt bereits jetzt sehr schön, die Funktion ist durchgehend links gekrümmt, somit hat sie keinen Wendepunkt, das wollen wir aber mathematisch zeigen. Funktion ableiten und noch einmal ableiten. Die zweite Ableitung f' von x ist gleich 2. Und dann ist die Gleichung f' von x gleich 0 nicht lösbar. Das heißt, eine quadratische Funktion besitzt keinen Wendepunkt. Kurze Zusammenfassung. Schritt 1. Zweite Ableitung 0 setzen, den erhaltenen x-Wert in die dritte Ableitung einsetzen. Ist diese dritte Ableitung ungleich 0, handelt es sich um eine Wendestelle. Um den Wendepunkt zu erhalten, müssen wir den x-Wert in die ursprüngliche Funktion einsetzen. Dann erhalten wir die zugehörige y-Koordinate. Beispiel 1. Bestimme mit Hilfe der Differentialrechnung die Wendestelle oder die Wendestellen bzw. die zugehörigen Wendepunkte. Wir leiten diese Funktion dreimal ab. f' von x ist minus 3x² plus 12x minus 9, f' von x ist gleich minus 6x plus 12 und f' von x ist gleich minus 6. Schritt 1, zweite Ableitung 0 setzen, f' von x ist gleich 0, wir erhalten die Gleichung. Minus 6x plus 12 ist gleich 0. Diese Gleichung umformen. Minus 6x ist gleich minus 12 und x ist gleich plus 2. Diesen Zweier setzen wir in die dritte Ableitung ein. F' von 2 ist gleich minus 6, somit ungleich 0. X ist gleich 2 ist eine Wendestelle. Wie erhalten wir den zugehörigen Wendepunkt? Indem wir diesen Zweier in die ursprüngliche Funktion f von 2 einsetzen, dann haben wir minus 8 plus 24 minus 18 und f von 2
ist dann gleich minus 2. Wendepunkt hat die Koordinaten 2 und minus 2. Bei diesem Wendepunkt möchten wir nun die Wendetangente bestimmen. Die haben wir hier grafisch bereits aufgezeichnet. Wie bestimmt man die Wendetangente? Das haben wir bereits gemacht. Man benötigt einmal den Wendepunkt. Check. Die Wendetangente ist eine Gerade. Eine Gerade hat die Funktionsgleichung y ist kx plus d. Das k ist ja die Steigung der Wendetangente. Das heißt, wir benötigen die Steigung bei diesem x-Wert an dieser Stelle, sprich f' von 2. Dann haben wir das k. Wie bekommt man das d? Indem man einen Punkt einsetzt. Welcher Punkt liegt auf dieser Gerade? Natürlich der Wendepunkt. Umformen und das d ausrechnen. Das machen wir jetzt bei unserem Beispiel. Wir haben f von x ist minus x hoch 3 plus 6x Quadrat minus 9x, Wendepunkt 2 und minus 2. Wir wollen die Tangente aufstellen. Y ist kx plus d. K ist die Steigung in diesem Punkt, also k ist gleich f' von 2. f' von x ist ja minus 3x² plus 12x minus 9. f' von 2 ist dann minus 12 plus 24 minus 9 gleich plus 3. Dann haben wir unsere Funktionsgleichung für die Tangente y ist gleich 3x plus d. Jetzt setzen wir den Punkt ein. Minus 2 ist gleich 3 mal 2, also 6 plus d, minus 6 hinüber, minus 8 ist gleich d. Unsere Wendetangente hat die Funktionsgleichung y ist gleich 3x minus 8. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich würde mich freuen, wenn dir dieses Video geholfen hat. Falls es Fragen gibt, bitte kontaktiere mich und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann.